Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Phasmophobia. Ja, heute mal mit Cap, denn ich habe mir überlegt, das Spiel ist gruselig genug. Meine Haare würden das nur meine Frisur wird das heute nur noch schlimmer machen. Ihr wisst Bescheid, keine Friseure offen und ich habe auch noch meine Haare nicht selbst geschnitten. Da will der Ball schon nicht ins Netz. Oh Gott, der ist kein guter Werfer, der Boy hier. Na, ist egal. Gut, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Fall stürzen. Ich habe wieder ein bisschen Licht mit dabei, damit ihr mein Gesicht auch besser sehen könnt. Ich meine, okay, die Cap jetzt, aber wie gesagt, meine Haare sind schon der reinste Horror. Also das wäre wahrscheinlich schon genug, wenn ich die einfach in die Kamera halten würde. Aber das Spiel soll ja gruselig sein. Ich meine, mein Gesicht auch, aber es ist ein anderes Thema. Wir fangen dann einfach mal an. Vielleicht werden wir ja bald mal Level 2. Mal gucken. Wäre mal schön. So, haben wir irgendwas zum Kaufen? Wir haben $30. Damit können wir... Wir könnten uns einen Lighter und einen Candle kaufen, okay. Aber ich glaube, ich nehme das Crucifix. Oder Salt. Salt wäre auch... Und Tripod wäre... Tripod wäre echt gut, ne? Ein Tripod wäre echt gut. Ich habe mal überlegt, das mit der Kamera und so, das kann ja sein, dass wir mehrere Räume haben. Und deswegen mehrere Kameras mitnehmen können. Und das finde ich übrigens auch sehr gut. Da bin ich in meinem kleinen Verstand gerade, letztes Mal gar nicht drauf gekommen. Ich glaube, ich hole mir das Tripod. Ich meine, Crucifix, okay, der hat uns letztes Mal wirklich nichts... Oh, Level 2. Ja gut, wir holen das Crucifix. Das hat uns zwar nicht so viel gebracht, aber... Ja... Besser als nichts. Thermometer, Crucifix. Aber ich meine, das Thermometer bringt auch nichts. Wenn du einen kalten Atem hast, ist es für den Arsch. So, Level 1. Können wir eigentlich unser Bild ändern? Ist mir eigentlich auch egal, aber ich frage mich mal, weil, ob man noch das Bild und so ändern könnte. Egal. So, ich würde sagen, Select Job, Tanglewood Street. Recommended items none. Location size small. A small three-bedroom single-floor house with a basement. Got an email from a friend. He says there is definitely some kind of paranormal activity here. Make sure you take a careful look around and gather as much evidence as you can for the ghost removal team. More info when you arrive. Ich glaube, das machen wir. Das ist das vom ersten Mal, glaube ich. Und, da brauchen wir auch kein Thermometer bei. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Ich meine, wenn es weg ist, ist es weg. Das ist Pech. So. Start. Also wenn es weg ist, ist es weg. Das ist dann schade. Kann man nichts gegen tun. Ist halt so. Kaufen wir es halt uns irgendwann neu. Bis jetzt haben wir ja immer ein bisschen Kohle bekommen aus den Aufträgen. Ich hoffe, das Licht ist nicht zu grell. Aber ja, wenn ich das jetzt wegmachen würde und das dunkel wieder wäre, würde man mich gar nicht sehen. Wäre doof. Dann würde die Webcam nicht viel Sinn ergeben. So, Anfangsstocker weg. Danke. Woher spricht er? Ach da. Oder das ist das Radio. Beides wäre komisch. I've done some investigating for you. Looks like the ghost's name is Mary Taylor. This ghost also seems to only respond to people who are alone. You should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity. Make sure to refer to your journal and write... Ja, das wissen wir. So. Discover... Ja, okay. Capture a photo of dirty water in a... sink. Böse Erinnerung. Böse Erinnerungen. Capture a photo of the ghost. Find evidence of the paranormal with an EMF reader. Here we go again. So, nehmen wir das mit. Und das. Soll erstmal reichen.
Gut. Ich hab jetzt schon Schiss. Fotos machen wir gleich. Aber es ist unser altbekanntes Haus. Das lässt mich hoffen. Ich mag das Haus. Es ist klein. Ach. Schlüssel vergessen. Okay. Dumm. Ja. Einfach nehmen, rauswerfen und sagen, jo, auf Wiedersehen. Ah. Ich habe immer die Befürchtung, da steht schon was im Fenster. Oh Gott, ich habe... Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Allein durch diesen Sound in diesem Haus. Gehen wir einfach erstmal die Räume ab. Im Hellen. Wir brauchen ja auch den Schlüssel für die Garage, ne? Danke. Er wollte ihn einfach nicht nehmen. Oh, ich dachte, das wäre hier, Alter. Mach doch nicht sowas. So, hier ist doch bestimmt der Sicherungskasten. Ne, der ist unten im Keller, ne? Okay. Machen wir draußen. IMF Level 5 bestätigt. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Alter, Digga. Uff. Uff, uff. Ich werde bekloppt. Also das Spiel ist ja. IMF Level 5. Ich will nicht mehr. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Ich mach den hier weg. Wir nehmen mal die Kamera mit. Wenn wir wieder so ein IMF-Level haben, versuchen wir ein Foto zu machen. Nur eins müssen wir uns aufsparen. Für dieses Sink. Boah, ich hab so Schiss. Ich will nicht. Oh. Oh. Der ist doch hier irgendwo, oder nicht? Jetzt ist er weg. Leck mich doch. Wo ist die Sink? Ich mache jetzt ein Foto von der Scheiße hier. Wir gehen erstmal zum Auto zurück. Mona, wo bist du? Wo ist der? Der ist im Keller bestimmt oder so, ne? Ich höre die ganze Zeit Türen. Okay, wir haben nur noch ein Foto. Gut, wir haben die Fotos abgehakt. Fuck you. Oh, fuck you. Oh. Oh. Das macht mich fertig, Alter. Auf Dirty Water. Ach, doof. Ich hab's nicht richtig gelesen. Ja, egal. Weg mit den Fotos, weg mit dem EMF-Reader. Ah, gut, das können wir nicht mehr machen. Das können wir nicht mehr machen. Jetzt geht's nur noch darum, was für eine Art Geist es ist. Schön. Ich hab Lust.
Ich hab so Lust. Oh Mann. Ach, wie viel ist unser Geisteszustand? Weil wenn das zu wenig ist jetzt schon, wäre schlecht. Ach, das ist ja... Strong Man hier. Ich hasse es. Ist da jetzt Dirty Water drin? Ne, ist immer noch normales Water. So. Der scheint ja da in dem Raum zu sein, deswegen. Obwohl, ne, komm, wir machen das mal hier drauf. Können wir hier nicht drauf platzieren? Ah, ist ja schäbig. Lass es. So, ist sie an? Ich sehe nicht, ich guck mal eben, ob die an ist. Vielleicht schreibt er ja rein, mal gucken. Holen wir die Taschenlampe raus, falls er wieder sich entscheidet. Ey, ich mach mal Licht aus, ich bin voll toll. Alter, das ist... Ich liebe es. Alleine ist das voll richtig geil. Oh. Ich habe vergessen, es anzumachen. Ich bin so doof. Gut. Oder der Geist hat es ausgemacht. Kann sein. Ich habe ja die Anfrage bekommen wegen Mitspielen. Und, was mache ich hier? Tür auf. Und immer gerne. Muss nur halt wegen Discord, TS und so, würde ich am liebsten per Twitter oder Instagram machen, halt nachrichtenmäßig. Jetzt müsste die aber an sein. Ich sehe es leider nicht. Ja, wie gesagt, da kann man gerne mal zusammenspielen. Ne? Ist halt nur, das nehme ich echt sporadisch auf. Wir haben jetzt zum Beispiel spät. 12. Keine gute Uhrzeit, so ein Spiel zu spielen, aber ja. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob er ins Buch geschrieben hat. Hat er nicht. Wir sollten das Licht ausmachen, oder? Und vielleicht hier mit dem Ding mal reingehen. Mary Taylor. Na gut. Wir können auch mal hier machen. Gucken wir mal nach, ob die vielleicht... Moment, haben wir da noch was gesehen? Ansonsten gucken wir einfach mal nach, ob die Fingerabdrücke hinterlassen hat, Spirit Box. Foto glaube ich nicht, weil die war safe da in dem Raum. So, hier müssen wir natürlich alles ausmachen. Ich liebe es. Mary Taylor. Can you hear me? Can you hear me? Mary Taylor, are you here? Yes. Sie hat Yes gesagt. Sie hat also mit der Spirit Box interagiert. Anscheinend Fingerabdrücke hinterlässt sie anscheinend aber nicht. Oder? Ich glaube nicht, da wäre ja Fingerabdrücke hier drauf. Okay. Ich werde nicht in den Keller gehen. Niemals. Wenn die Tür jetzt zugeht, dann springe ich aus dem Fenster. Kein Problem. Oh Gott. Sie hat auf jeden Fall geantwortet. Auch wenn da stand not detected, sie hat geantwortet. Das heißt, Spirit Box, ne, war das ja.
Moment. Only certain ghost will talk through a spirit box. Genau. Spirit box hatten wir auch. Die Fingerabdrücke leider nicht. Was hätten wir bis jetzt? Jin und Oni. Okay. Ja, Buch war nix. Freezing Temperatures auch nicht. Also bis jetzt IMF Level 5 und Ghost Orb. Und Spirit Box. Das mit der Kamera könnten wir noch gucken. Da werden wir erstmal das Licht für ausmachen, das Buch mitnehmen. Und dann werden wir weitersehen. Also er wird auf jeden Fall in diesem Raum sein, der Geist. Ja, irgendwann werde ich auch noch ein Foto von den Geistern machen. Ich weiß, dass du da bist. So. Das Schlimme ist, ich weiß, wir müssen safe noch mindestens einmal rein. Die Kamera holen. Das ist, ja, nicht so schön. Ah. Gucken, ob wir was sehen können. Wir können ja hier so lange alles schon mal weglegen. Ach, wir haben ja nur das hier. Okay. Ein Tripod hätte uns jetzt geholfen. Aber wir haben zumindest eine Sache schon mal, das ist gut. Und wenn man ein Foto davon machen kann, von dem Geist, wird es ja auch ein Ghost Orb haben. Dann wird es ein Djinn sein. Denke ich mir mal. Ich will noch mal gucken, ob wir den vielleicht noch sehen können. Zeigt sich anscheinend nicht. Leck mich am Arsch. Warum muss man das bei so einem Wetter machen? Ich wäre bei strahlendem Sonnenschein da rein und hätte dann geguckt. Ja gut, wir sehen nichts. Wenn wir da was sehen würden, hätte ich Angst. Dann würden wir die Kamera nie wieder kriegen. Dann würde ich einfach ihr die Tür zumachen und hi, gib ihm. So, aber hier sieht man nichts, leider. Da blicke ich auch noch nicht so ganz mit durch. Also wenn wir den Tripod haben, können wir natürlich uns auch besser aufstellen. Aber gut. Ich würde sagen, dann hole ich die Kamera wieder und dann verlassen wir den Ort. Ja, ich sehe nichts. Gut. Na gut. So, wir gehen. Wir hauen ab. Tschüss, mein Freund. Lass die Tür schön offen. Genau. Auf Wiedersehen. War schön mit dir. Ich bin mir relativ sicher, was du für ein Geist bist. Deswegen gibt es keinen Grund mehr, weiter hier zu bleiben. Und die beiden Sachen kriegen wir leider eh nicht mehr hin. Ich hab's verkackt. Ich hab's nicht gelesen, dass es Dirty Water ist, habe ich überlesen. Ja. Ich habe nicht nachgeguckt, ob das Wasser jetzt dreckig war, ne? Ja, gut, passiert. Ist halt so. Gut. Haben wir jetzt Djinn ausgewählt? Haben wir. Spirit Box? Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was es für ein Geist war oder ist.
ob wir recht haben. Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wann das weggeht. Mal gucken. Objective 4. Ne, haben wir nicht. Dann war es ein Oni. Ja. Okay. Es war also kein Ghost Orb. Das war wieder ein. Also auf die Objectives kann man sich dann auch nicht so krass verlassen, weil Ghost Orb wäre es ja eigentlich gewesen dann. Wenn wir ein Foto vom Geist machen sollen. Naja, gut. Passiert halt, ne? Aber wir haben 25 gemacht. Das ist ja schon mal was Ordentliches. Leider keine Experience, weil wir den Geist nicht richtig erraten haben. Gut, dann würde ich aber mal sagen, jawohl, an der Stelle, das ist das, der ist für immer weg, dass es das an der Stelle war mit der Folge hier. Ja, das war's. Ich bücke mich jetzt nicht für die Bälle. So, in der nächsten Folge möchte ich auch mal gerne... Ja, den Tripod kann ich mir noch nicht holen wegen Level 2. Da müssen wir erst noch ein paar Geister finden. Also richtig detekten. Ich bin ja immer knapp dran, sag ich mal. Aber ich gehe halt davon aus, dass man alle drei belegen muss, was aber nicht so ist. Ja gut, ist halt so. Na, dann müssen wir mal gucken. Glowstick... A glowstick can be used to help navigate in larger locations. Okay, nö, das brauchen wir nicht. Also zumindest noch nicht, wenn wir jetzt... Ich habe schon gesehen, es gibt wohl eine Schule und sowas und eine Psychiatrie. Ja. Ich freue mich nicht so wirklich. Aber wenn wir da sind, wird das bestimmt gut sein. Salt is toxic to most kinds of ghosts. And will reveal their footsteps under a UV light. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Das würde ich dann auch mal holen. Ich frage mich jetzt halt, wie viel Salz wir haben. Und warum das verdammte Salz $15 kostet. Ich kriege das Salz, oder ist das spezielles Salz? Steht nur Salz. Ich kriege Salz für unter einen Euro, Alter. Warum? $15, Junge. Was ist mit dir? Wo gehst du kaufen? Biomarkt oder was? Naja, egal. Wir holen uns das Salz mal. Für nächste Mal. Und dann würde ich an der Stelle sagen, was eine kurze Folge. Wir haben aber eine Sache geschafft. Das ist ja schon mal ganz nice. Kann ich hier nicht raus? Nein. Das ist schon mal ganz nice. Und, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich schaffe ich es dann, den Geist richtig zu, erkennen. Und wie gesagt, mit dem Mitspielen gerne am besten über Insta oder Twitter halt so per Direct Message die Sachen klar machen. Ja, also Kommentare könnt ihr mich anschreiben, danach da vielleicht mal gucken. Das ist dann halt besser als einfach in die Kommentare irgendwie sowas zu veröffentlichen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Deswegen würde ich dann aber an der Stelle, wie gesagt, sagen, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.